Servus die Mauern und grüß euch die Wurm. Ja, ich bin wieder unterwegs und ihr seht es in einem Bärlauchfeld. Haha, gigantisch. Echt optimal. Ja, es schaut nicht nur so ähnlich aus wie beim letzten Mal, sondern ich bin im selben Gebiet, nur halt ein paar hundert Meter in die andere Richtung einmal unterwegs. Schaut genauso super aus. Wir sollen heute 20 Grad gehen, im Augenblick ist noch eine leichte Nebelschicht. Wir haben zwar schon 3-4 Läufe, bei uns daheim war es super Wetter. Sonnenschein wird da wahrscheinlich auch herkommen. Ja, leichtes Gepäck. Neuer Rucksack haben wir wieder am Start. Nämlich der 5-11 Rush 12. Der darf heute das erste Mal mit mir Eis angehen. Und ja, ich lasse mich ganz einfach einmal wieder überraschen, was wir alles sehen werden. Es gibt heute was zum Essen. Heute habe ich Hunger. Natürlich was mit Bärlauch. Ja, und jetzt schauen wir mal, wo es uns hintreibt, würde ich sagen. Also, gehen wir mal. Ja, was ich euch noch sagen wollte, wenn ihr so durchs Unterholz oder dickig durchstreicht, so wie ich das oft mache, dann spitzt eure Ohrwascheln und horcht es genau. Falls ihr irgendwann einmal so ein Grunzen hört, einfach zurückgehen. Schlimmer wird es, wenn so ein Zähneklappern hört. Einfach zurückgeht, dann seid ihr verdammt noch an einem Wildschweinerl dran. Das ist quasi ein Warnruf, das Zähneklappern. Da heißt dann Vorsicht nicht näher, sonst kommt ein Angriff. Und wenn man ein bisschen zuhört, dann kommt man da auch gut durch. Da habe ich gerade ein Holz gefunden, das schaut aus, wie wenn da einer Zunderlöckchen gemacht hat. Das macht das Holz schon von allein, extra für mich, super. Ja, und so wie es ausschaut, versperrt man da das Wasser im Weg. Ja, so ein Zufall, das war ein Freund von Mike und auch ein YouTuber. Sein Kanal werde ich verlinken. Aber schaut einmal, Freunde. Wir haben da heute so viel Wasser. Da muss die Donau extrem viel Wasser gegeben haben, weil da ist alles überschwemmt. Geil. Ja, da kann man wieder sehen, wie ratzfatz das geht. Binnen 2 Tagen 2 Meter Wasserstand höher. Naja. Ja, trotzdem lassen wir es da gut gehen. Da schaut es geil aus. Ja, der Baumstamm war auch eine optimale Brücken, aber nichts für mich, Schisser. Ich bleib lieber da. Da ist ja auch schön, oder? Ja, der Baum da unten beim Wasser, der Kind hat mir schon gefallen. Platz halt nicht mehr im Wasser war schon geil. Ah. Ja, den können wir sich gleich da wieder rein. Ja, das ist jetzt der 5-11, der Rush 12. Den habe ich mir vom Thorsten angekauft. Und dieser Stelle, danke Thorsten, der Dampf ist sehr geil. Ich habe eigentlich noch was Kleines gesucht. Weil der Italiener im Sommer ist zwar super, aber diese Schnallen, die schneiden mich in mein zartes Fleisch allein quasi. Da tragt sich der etliches besser. Ja, jetzt räumen wir mal aus, was wir alles brauchen. Und
Ja, hab natürlich einiges drinnen. Passt schon eine ganze Menge rein, gibt's nichts zum Sagen. Und was mir auch gut gefällt, sind diese Unterteilungen, also wie da vorne, für jede Menge Kleingramm. Das ist echt geil und ich stehe auf sowas. So, da gibt es wieder jetzt mein Set. Da gibt es auch eine Neuigkeit, das sage ich gleich. Und wie ihr wisst, ich bin in letzter Zeit auf dem Gasbrenner umgestiegen. Und da habe ich mir jetzt noch zusätzlich den Windschutz gegönnt von Optimus. Der passt da super drauf. Optimal. Und dann habe ich mir ein bisschen was auf meinen Standfuß verbessert. Und zwar, wenn ich den jetzt aufklappe, sieht man da einen Magneten eingeklebt. Und zwei Nägelkleine. Ja, was bezwecken die? Ich habe mir da auf zwei Füße ein paar Löcher reingebohrt. Da kann ich dann quasi den Nagel durchstecken und kann ihn ein bisschen besser verankern, damit das Ganze ein bisschen einen besseren Halt hat. Ja, weiters habe ich mir noch so einen Sasso kleine Bohrer gekauft. Die sind von 2er, 3er, 4er, 5er und 6 mm. Und ich habe mir vorgestellt, den kleinen kann man da eigentlich super nehmen. Für die Nägel zum Einhauen. Muss man nicht unbedingt klopfen, kann man ein bisschen vorbohren. So, die gingen aber eh rein, ohne viel vorbohren. Ja, was gibt es heute? Ich habe wieder so schwäbische Spätzle. Die werden wir sich mal machen. Dann werde ich meinen Pfandl ein bisschen Speck anschneiden. Der kommt rein. Ah, Sugo dazu und natürlich Bärlauch. Der darf heute nicht fehlen, der wird das Ganze noch verfeinern. So, Wasser ist drin und jetzt zünden wir ihn an. Jawohl. Und drauf. Die werden ja schnell fertig sein. In der Zwischenzeit muss ich den Speck schneiden. Jawohl. Da werden wir den Bärlauch noch ein bisschen schneiden. Frisch geerntet. Herrlich. Den Spiegel anresten. Jawohl. Ja, klingt ja schon pipifeinst. So, fertig. Ist das nicht herrlich? So. Jetzt noch ein bisschen in die Unterlage rein. Geizen mit Grünen. Nein, nicht da. Muss man haben. So, Freunde. Das ist einmal ein volles Pfännchen, ihr kennt es mir ja. Und in dem Sinn wünsche ich jetzt einmal einen guten Appetit und Mahlzeit. Gigantisch. Ja, Freunde, das war's. Und da haben wir ein Käfchen. Ja, der meldet sich schon. Jawohl, da ist er. Ja, Freunde, in dem Sinn wünsche ich mir wieder meinen Gedankensädel. Ich hoffe, das kann mir sein, die Mütze schon alle gesund sein, hoffentlich. Alles Gute an Brust und natürlich auch meinen restlichen Kumpanen und Verfolgern. Prost, Freunde. Ja, wie immer, glaube ich, brauche ich nicht mehr erwähnen. Herrlich. Das Wetter dazu, gigantisch. Wenn man ein Next-Up bestellt,
das werde ich dann einmal da gerade halber aufbauen. Ich will nur mal schauen, wie das ausschaut. Das ist nämlich das Fibega Pentagon. Das ist quasi kein rechteckiges. Das hat zwar so an die Maße so 3x3 in etwa, aber ist wie ein Pentagon eben. Naja, nochmal sonst heißt es ja nicht Pentagon. Wo in die Spitzen ein bisschen länger ist. Das muss man schön auf einen Baum hinspannen und das werde ich da hinten einmal nur so gerade hoch aufbauen, weil es mich interessiert, wie es ausschaut. Und vor allem, das hat eigentlich fast dieselbe Maße wie das 3x3 TT-Tab, nur hat das 400 Gramm. Das ist die Hälfte davon. Ja, nehmen wir es einmal raus. Dazu sollten eigentlich 4 Heringe reichen. So, das ist jetzt das Pentagon. Und was das hat, das ist mit den Laschen farblich gekennzeichnet. Wir haben also einmal gelb, zweimal rot und zweimal blau. Wobei die gelbe, das ist, was auf dem Baum gehört, die roten gehören hinten gespannt und die blauen sind seitlich. Ich habe zusätzlich noch, weil die Laschen relativ klar sind, noch ein Paracord durchgezogen, dass ich die Laschen nicht so beanspruche. Und jetzt werden wir das einmal aufhängen. Da auf dem Fuhr, dann habe ich gleich meinen kleinen Karabiner sicher drüber. Jetzt sind wir da einmal im Baum da. Hängen wir das einmal an. So. Geschlossene Form. Und das zeige ich jetzt noch näher. Ja, so schaut es jetzt aus. Wir sind also auf drei Seiten komplett zu. Windschutz ohne Ende. Und von vorn haben wir oben auch relativ viel Platz. Und innen haben wir auch genügend Platz, würde ich sagen. Die Maße, was in etwa sind, die Seitenlänge sind 2 Meter, von der blauen zu drüber ein blauen sind 3 Meter und das Maß ergibt sich dann. Aber ich muss sagen, das schaut auf alle Fälle imposant aus und da kann man sicher noch da drin einmal aushalten. Klar, je höher man das Vordere abspannt, desto mehr Höhe gewinnt man vorne und je tiefer man das gibt, desto flacher wird es und windunanfälliger. Und wie bei allen Tabs und natürlich auch so viele Abspannpunkte, kann man das natürlich dann noch in die Höhe spannen. Dann haben wir räumlich auch noch mehr Platz. Aber ich muss sagen, ich bin begeistert davon. Wie gesagt, ich habe natürlich noch, ich habe es erst jetzt gekriegt, das war der erste Aufbau. Nur mal zum Schauen, wie das ausschaut. Und ja, macht sie da ganz gut. Ja, war ein super schönes Platz. Und hat mir gefallen da und jetzt gehen wir wieder heim. Die werden immer da bleiben. Schaut einmal, da wächst der Bärlauch aus der umgefallenen Wurzel von dem Baum. Gigantisch die Natur. Ja, falls ein Mistel braucht. Wenn ihr gibt es die auch grau. Gut, das ist jetzt ein Zufall, dass die herumklingen ist, weil normal sind die da oben. Das Unkraut. Ja, ich habe da wieder einen Weg gefunden, weil die ersten Spaziergänger sind wahrscheinlich hingekommen. Ich bin da jetzt auch bald beim Auto wieder. Ja, pausenlos an den nächsten, mein Hund. Gut, ich habe jetzt noch mehr ein paar hundert Meter bis zum Auto. Da bin ich jetzt schon auf einem Spazierweg. Ja, Freunde, bevor die nächsten Spaziergänger kommen,
würde ich mich lieber gleich da einen schönen Ambiente von euch verabschieden. Ich sage wie immer, danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuschauen, danke fürs Mitlaufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und Servus die Mauern und pfiat euch die Buben.